München, 8. März 2021. An der Akademie der Bildenden Künste München feiern wir in diesem Wintersemester 100 Jahre Zulassung von Frauen zum Kunststudium. Trotz des wachsenden Frauenanteils im Studium und bei den Diplomen 2019-20 60% Absolventinnen zeigen relevante Kunstorte, Festivals, Institutionen und Museen immer noch einen vergleichsweise geringen Anteil von Werken von Künstlerinnen. Von 1619 Einzelausstellungen in den letzten 20 Jahren an wichtigen deutschen Museen waren nur 20,32% von Künstlerinnen. Erfreuliche Tendenzen zeigen die Zahlen der Biennale von Venedig 2019, wo immerhin 32,37% Künstlerinnen gezeigt wurden, sowie die der Documenta 14 2017 in Kassel, wo knapp 30% Künstlerinnen vertreten waren. Mehr als die Hälfte der Kunststudierenden sind heutzutage weiblich und jährlich verlassen doch hochqualifizierte Künstlerinnen die Akademien, die große Nachteile in ihrem weiteren beruflichen Weg erfahren. Das passt nicht zu einem modernen Kunstbetrieb, der auch als wichtiger Impulsgeber für Innovation und die Gesellschaft der Zukunft agiert. Ein Wunderpunkt bleibt hier weiterhin die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Während im wissenschaftlichen Bereich Lücken im Lebenslauf, die aufgrund von familiären Auszeiten entstehen, als völlig selbstverständlich verstanden werden, betrachtet man sie in der Kunst weiterhin als Manko oder sogar als Tabu. In diesem Jahr nimmt sich die Initiative K&K, Bündnis Kunst und Kind München, im Schulterschluss mit Fair Share und einer parallelen Aktion in Berlin abermals den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass, um auf die bestehende Schieflage aufmerksam zu machen und um mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen einzufordern. Mit einem Galerienrundgang zwischen Akademie und Pinakotheken prüfen wir Kunstorte auf Geschlechtergerechtigkeit. Unsere Recherche vorab hat leider ergeben, dass auch in der Münchner Galerienlandschaft ein Ungleichgewicht herrscht. Der Durchschnitt der Mitglieder der Initiative Münchner Galerien zeitgenössischer Kunst zeigt einen Frauenanteil von 22,04% und von 45 gelisteten Galerien zeigen nur 4 gleich viele oder mehr Künstlerinnen als Künstler. Dafür bringen wir eine neue Karte ins Spiel, die Herzdame. Sie symbolisiert positiven Wandel und soll dazu motivieren, die tradierten und vermeintlich sicheren Pfade zu verlassen, um die Programme an Kunstorten vielfältiger, diverser und somit zeitgemäßer zu gestalten. Mit friedlichen Grüßen, K&K, Bündnis Kunst und Kind, München.